Der letzte Redner in dieser Debatte ist der Kollege von Stetten für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die lebhafte Debatte hat gezeigt, dass am kommenden Wochenende, wenn auch nur in einem kleinen Bundesland, aber auch hier Landtagswahlen stattfinden. Und sollte der heute öffentlich beratende Antrag der Linksfraktion Rückenwind für den Spitzengenossen Oskar Lafontaine bedeuten, hat, glaube ich, die heutige Debatte gezeigt, dass dieser Schuss nach hinten gegangen ist. Denn eine 5-prozentige Vermögensabgabe ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn und ein Schritt in die falsche Richtung, liebe Kollegen. Die Linken träumen von einer jährlichen Einnahme von 80 Milliarden Euro, die sie bei den Bürgern abkassieren wollen, und wissen ganz genau, dass es nicht passieren wird. Und die Fraktion von Bündnis 90 Grüne hat es sehr klar gedeutet. Es ist noch nicht mal festgelegt, was ist denn überhaupt bei Ihnen als Sachvermögen gemeint, beziehungsweise wie wollen Sie die Umgehungstatbestände, die Sie sonst immer anprangern, hier verhindern. Es ist völlig diffus und wird aus Ihrem Antrag nicht deutlich, auch wenn er in dieser Woche zum mehrten Mal in diesen Legislaturperiode eingebracht worden ist. Ja, Herr Poss, es kommt mir sowieso vor, dass die Seite dieses Hauses, wenn es um steuerpolitische Fragen geht, auch nur drei Antworten kennt. Das eine ist die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, das Sie fordern, dann die Erhöhung der Erbschaftssteuer und jetzt auch wieder Einführung der Vermögensteuer, die immer wieder bei uns kommt. Und in schöner Regelmäßigkeit kriegen wir hierzu einen Antrag der Linksfraktion, der im letzten Jahr bereits zweimal abgelehnt worden ist. Ich sehe übrigens auch keinen großen qualitativen Unterschied zwischen dem, ja, das befürchten wir. Es gibt auch keinen großen Unterschied zwischen dem, was Sie die letzten Jahre gestellt haben, wo das gelamte Haus Antrag abgelehnt wird. Nur einen kleinen Unterschied ist mir aufgefallen, der qualitativ vielleicht bedeutend ist. Im letzten Jahr sollte das Parlament noch beschließen, dass wir jährlich einen Steuersatz von 5% nach dem Freibetrag über das erforderliche Vermögen verteilen. In Ihrem jetzigen Antrag ist nicht mehr formuliert wie immer Stichtag 31.12. des Jahres, sondern Sie haben jetzt den Stichtag auf 31.12.2012 festgelegt. Und so ist vielleicht die Vermutung doch nahe, soll es eine einmalige Abgabe sein, die erhoben wird zum Ende 2012. Ich hatte schon gefürchtet oder gehofft, dass Sie klüger geworden sind. Sie bleiben also bei der jährlichen Forderung von 5%. Und sorgen natürlich dadurch, dass die Substanz entzogen wird. Und ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon ausdiskutiert. Bei einem Steuersatz von 5% auf den Verkehrswert enteignen Sie die Bürger über dem Freibetrag nach 20 Jahren. Ein großer Hausbesitzer, im ersten Jahr haben Sie die Hofeinfahrt wegbesteuert, im zweiten Jahr haben Sie die Garage, im dritten Jahr das Bad, im vierten Jahr kommt die Küche dran und nach 20 Jahren haben Sie aus dem stolzen Hausbesitzer wieder einen Mieter gemacht. Ich glaube, diesen Sozialismus können Sie noch öfters im Parlament einbringen. Wir werden ihn immer, immer wieder ablehnen, liebe Kollegen. Und jetzt, Herr Ernst, würde ich gerne noch mal zu den Mietern kommen. Der Kollege Gutting hat es am Anfang sehr sauber ausgeführt. Sie haben dann noch mal eine Zwischenfrage an den Kollegen Wissing gestellt, warum die normalen Mieter von dieser Vermögensteuerabgabe betroffen werden. Und Sie haben nach den Ausführungen des Kollegen Wissing immer noch gesagt, Sie haben es nicht verstanden. Deswegen möchte ich es jetzt noch einmal versuchen. Jetzt nehmen wir mal einen großen privaten Immobilienbesitzer, also im Prinzip ein Feindbild, was da jeden Tag durch das Dorf getrieben wird. Der hat verschiedene Wohnungen und hat dort drin eine Verzinsung, ich sage jetzt mal von 4%. Muss auf diese 4% auch noch seine Steuern zahlen. Und jetzt kommen Sie mit einer jährlichen Substanzsteuer von 5%. Das wäre ein schlechter Unternehmer, wenn er dies so treiben lassen würde. Also wird er versuchen, diese Wohnung zu verkaufen am Markt. Aber wer kauft ein Renditeprojekt von 4%, wenn er darauf 5% Steuern zahlen muss? Er wird diese Wohnungen nicht loswerden. Also was wird er tun? Er wird selbstverständlich diese Abgabe von 5% über die Mietnebenkosten auf den Mieter abwälzen. Und wenn Sie eine 5-prozentige Vermögensteuer im Jahr umwälzen auf die Mietkosten eines normalen, einfachen Mieters, bedeutet dies eine Verdopplung der jährlichen Mietkosten. Und das wird zumindest CDU, CSU und FDP in diesem Hause nicht zulassen. Und deswegen werden wir ablehnen. Dass wir uns da auch nicht falsch verstehen, wir sind uns in der Koalition einig, dass starke Schultern selbstverständlich mehr tragen müssen als schwache Schultern. So ist unser Steuersystem auch angelegt.
Aber dass Sie eine Substanzsteuer einführen, in der dann auch die Steuer fällig wird, wenn in diesem Jahr zum Beispiel der Betroffene seine Hälfte seines Vermögens verloren hat, in dem auch schon ausgeführt worden ist, zum Teil das Vermögen überhaupt kein Einkommen bringt, durch verschiedene Situationen, das ist Gift für unser Land und auch die Betroffenen. Und Betroffenen werden natürlich auch die Familien, Unternehmer sein. Die Handwerksmeister, auch die wollen Sie doch da schröpfen. Und es kann doch wohl keiner sagen, dass dieser Personenkreis für die jetzige Investitionskrise oder Finanzkrise verantwortlich sind. Diesen Personenkreis wollen Sie einen höheren Einkommensteuersatz aufoktroyieren, Sie wollen einen höheren Erbschaftssteuersatz aufoktroyieren und auch die Vermögensteuer trifft selbstverständlich die Familienunternehmer, die ihr Vermögen, das sie in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben, im Umkreis des Familienunternehmens angehäuft haben und hier Immobilien gekauft haben oder Liegenschaften, die eben nicht ins Ausland gegangen sind, sondern die treu hier in Deutschland geblieben sind. Und dann können Sie jetzt auch mal mit den Gewerkschaften sprechen. Sprechen Sie mit Ihren Unternehmern bzw. den Mitarbeitern, die im Unternehmen arbeiten, ob die lieber bei einem familiengeführten Unternehmen arbeiten, wo Sie noch wissen, wo der Chef sein Büro hat, wo der Chef sich noch persönlich um die Anliegen kümmert oder im Fall einer Veräußerung von diesen Möglichkeiten, weil die Steuer nicht bezahlt werden kann, Sie dann arbeiten wollen bei einem anonymen Unternehmen. Ich glaube, das ist Antworten auch relativ deutlich. Sie schreiben, wenn ich da zum Schluss kommen darf, einen Schlusssatz in Ihrem Antrag, die von Ihnen geplante Substanzsteuer wäre die einzig logische Möglichkeit, die Staatsschulden abzubauen. Ich glaube, in der heutigen Debatte ist deutlich geworden, es ist kein logischer Antrag, sondern es ist ein ideologischer Antrag ohne Substanz und Sinnhaftigkeit. Und deswegen werden wir nach intensiven Beratungen, so wie in den vergangenen Jahren, diesen Antrag ablehnen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.